spielen. Hier, schnell pissen. Bis gleich. Stunde zu Hause. Oh, Marvins Mama. Renn nicht allein über die Autobahn. Leise. Marvin, nimm die Kippe aus dem Ohr. Wollt ihr beschützen, den Idioten mich komplett verarscht? Vor 20 Minuten habe ich dir gesagt, du sollst die Spülmaschine endlich ausräumen. Was ist daraus geworden? Ich habe gesagt, ich mach es gleich. Ihr werdet nicht geschrien. Du schreist selber. Ich schreie überhaupt nicht vorweg. Schreie, hört sich das ganz anders an, Freundchen. Mein Fehler. Weil du ihn flüsterst. Mom, wo ist mein Parfüm? Da, wo es immer ist. Wenn es da wäre, wo es immer ist, hätte ich sicher nicht gefragt. Marvin? Was ist?
Frage. Bist du dumm? Hast du etwa gerade dein Kaugummi runtergeschluckt? Ja, warum? Das verklebt dir den kompletten Magen. Deswegen ging es 1900 herum. Würden Sie mir vielleicht sagen, warum Sie in meinem Unterricht schlafen? Weil Ihre Stimme so entspannt ist. Warum schläft die ganze restliche Klasse dann nicht? Könnte vielleicht daran liegen, weil alle anderen Ihnen nicht zuhören. Geh sofort auf dein Zimmer jetzt, Marvin! Wenn du noch einmal mit der Tür kannst, dann nehme ich das Ding aus der Angel, dann pumpe ich dich damit um und deine Sattenlooster. Du willst mich mit einer Tür hauen? Mom, wann gibt's Abendbrot? 20 Minuten? Dann schaffe ich ja noch easy. Marvin, wo bleibst du? Es gibt Essen! Nun aber zack! Hä? Alter, ist das hier Tschernobyl oder was? Irgendwer hat so ein Fall. Ohne Scheiß, hey, Marvin, nein, ohne Scheiß. Komm, Marvin, guck dich mal immer an. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Ich war's sicher. Ja, ja, ohne Scheiß. Was hab ich dir gesagt? Du sollst nachts nichts mehr essen. Sieh zu, dass du auf dein Zimmer kommst, aber flach.